Wie schon gesagt, unser Projekt heißt LOCAM. Das ist, also wir dachten uns, überall gibt es Überwachungskameras. Wir haben uns gedacht, dann machen wir ein Spiel daraus, so wenig wie möglich mit Kameras, also Kameras zu begegnen. Also dass man so wenig wie möglich auch auf den Kameras auftaucht. Genau, und daraus ist unser Projekt LOCAM geworden, was mit einer App funktioniert. Ja, also als erstes haben wir die Daten aus einem Open Data File, was vom Typ JSON war, mithilfe eines JavaScripts ausgelesen und dabei die einzelnen Längen und Breiten gerade bestimmt. Nebenbei, das waren 1650 Kameras von Berlin, also wenn wir die einzeln aufgeschrieben hätten, hätte das eine Weile gedauert. Ja. Marius, erzählt euch jetzt, was wir da machen. Also, wir haben die ganzen Kameras auf einer Karte eingetragen. Und eigentlich zeigt die Karte auch noch den aktuellen Standort an. Aber hier ist kein gutes GPS-Signal, deshalb geht das nicht. Und man sieht auch sehr stark, dass auf manchen Straßen nur ein oder zwei Kameras sind. Und auf den anderen überall, alle drei Meter. Und wenn man in einem Radius von 5 Metern an eine Kamera geht, bekommt man ein Vibrationssignal. Ja, wir haben die App schon auf Android Jelly Bean und auf Android Lollipop getestet, aber das sollte auch auf KitKat funktionieren. Okay, gut. Und um die Website dann auch, um die App anderen Leuten zu präsentieren, haben wir eine kleine Website programmiert. Diese Website ist für die Leute, die hier jetzt dabei sind, im lokalen Netzwerk unter nocam.py verfügbar. Im Internet kann man sie auch unter der Adresse nocam.cf gucken. Hier kann man die App runterladen über einen Link und unten gibt es auch noch einen Chat, wo man sich dann zum Beispiel über seine Erfahrungen austauschen kann und da kann man sich dann eintragen und dann sagen, ah cool, ich habe jetzt die und die Strecke da ohne Kameras geschafft. Ja, dann gibt es auf der Website noch ein kleines Geheimnis, was die Leute, die am Computer angucken, an Tablets funktioniert das nicht sehr gut, entdecken können. Das war's. Vielen Dank. Ich hätte noch eine ganz kurze Frage. Ich habe nur jetzt im Augenblick gesehen, es gab irgendwie Multiplayer. Was ist der Spielmodus? Kriegt man Punkte? Kann man jemanden in den Kamerabereich schubsen oder wie läuft das? Das soll kommen. Multiplayer und andere Spielmodi. Im Moment gibt es halt nur, dass man ein Vibrationssignal bekommt. Alles klar. Also im Multiplayer-Modus soll man dann halt vergleichen können, welche Strecke oder wer die längste Strecke ohne Kamera gesichtet zu werden geschafft hat und solche Sachen. Aber so hätte man noch nicht gekommen. Ein Wettlauf, der unentdeckt. Okay. Vielen Dank. Ja.